Hallo und herzlich willkommen zu deinem Lebe glücklich Podcast, dein Podcast für deine Seele. Mein Name ist Linda Giese und ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast. Ja, wie immer möchte ich dich mit den aktuellen und kosmischen spirituellen News vertraut machen. Und heute soll es um das Thema Frauen gehen, Partnerschaften gehen. Was ist eigentlich mit den Frauen los? Spinnen die eigentlich? Wenn du eine Frau bist, dann weißt du ganz genau, was ich meine. Denn seit einiger Zeit spürst du an dir selbst, dass irgendwas mit dir anders ist als sonst. Deine Bedürfnisse, deine innere Ausrichtung. Und wenn du ein Mann bist, dann denkst du dir wahrscheinlich, okay, Frauen war schon immer schwer zu verstehen, aber was da aktuell los ist, das übersteigt völlig mein Fassungsvermögen. Wir ändern uns. Und das erlebe ich auch immer wieder in meinen Beratungen. Wir Frauen entwickeln uns gerade sehr stark in eine Richtung, die für uns selbst völlig neu ist. Souveränität, Selbstbestimmtheit und Freiheit scheinen unsere ganz großen Ziele zu sein. Und bis vor einiger Zeit waren die Themen in meinen Beratungen sehr partnerschaftslastig. Wir Frauen suchten, um uns ganz zu fühlen, das männliche Gegenstück. Da hatten wir dann Liebe, Anerkennung, Sicherheit. Ja, da hat sich aber jetzt gewaltig was verändert, denn allein aus den Beratungen, also Frauen, die jetzt mein Mentoring nutzen, nutzen das viel eher, um sich selbst, die eigene Unabhängigkeit und ihre Freiheit zu unterstützen. Eine totale Wandlung. Frauen scheinen immer mehr zu wissen, was sie wollen und haben keine Lust mehr auf Kompromisse. Besonders einengende partnerschaftliche Kompromisse sind vielen ein Graus. Eher scheinen so Themen wie Spiritualität, Selbstständigkeit, Horizonterweiterung auf der Prioritätenliste zu stehen. Eine ganz spannende Entwicklung, in der aber leider häufig der Mann als Glückbringer abgeschrieben oder viel, viel weiter hinten rankt als noch vor einiger Zeit. Selbst in bestehenden und festen Beziehungen kreisen bei vielen Partnerschaften, also kreist im Moment der Hammer. Und mancher Mann kennt seine Frau nicht mehr wieder. Und wie gesagt, manche Frau sich selbst auch nicht mehr. Selbstbewusste Weiblichkeit ist extrem auf dem Vormarsch und scheint unsere Kultur zu fluten. Eine Prägung, die auch neue Herausforderungen mit sich bringt. Denn das Rollenverständnis zwischen Mann und Frau scheint sich nachhaltig zu verändern. Ja, die Frage so, wer hat eigentlich hier Lust auf was und was geht noch, was nicht, das kann ordentlich Zündstoff bergen. Es wird, und das möchte ich ganz deutlich sagen, aus meiner Sicht, ist übrigens immer alles meine Sicht, die ich hier in meinen Podcasts mit euch teile, aus meiner Sicht wird eine ganz neue Weisheit der Weiblichkeit für uns offenbart werden. Das ist ein Prozess wie das Aufblühen einer Blüte, der im Gange ist. Und dieser Prozess, also die Weisheit der Weiblichkeit, die ja doch sehr lange unterdrückt worden ist, ohne jemandem die Schuld zuzuwenden, sondern es ist einfach unsere Gesellschaft, die die Weisheit der Frau an den Herd und an die Kindererziehung gekettet hat. Auch wenn wir schon sehr, sehr lange uns befreien, ist doch irgendwie die wirkliche Kraft der Frau noch nicht so richtig zum Tragen gekommen. Und das ist das, was jetzt passiert. Und diese Weisheit wird auch für den Mann ein Segen werden. Aber dafür müssen sich jetzt eben beide Parteien entwickeln dürfen. Die Frau macht den Anfang und dadurch wird sich der Mann dann auch seiner Echtheit zuwenden können. Denn darauf läuft es letztendlich hinaus. Die Frauen haben einfach Lust auf Echtheit. Dieses ganze Masken-Fassadenspiel, das wollen wir Frauen einfach nicht mehr. Wir langweilen uns damit und wir haben keine Lust mehr, uns in diese Korsetts hineinpressen zu lassen. Und das Schöne ist, dass eben auch der Mann sich dadurch seiner Echtheit zuwenden wird und letztendlich auch muss, weil ansonsten wird er einfach bei uns Frauen nicht mehr punkten können. Auf lange Sicht ist es gar kein Geschlechterkampf und der ist auch nicht zu erwarten, sondern läuft auf ein Miteinander und auf eine echte, liebende Basis und eine Partnerschaft auf Augenhöhe hin. Ein Miteinander. Wir können also verständnisvoll auf die aktuelle Zeit der Selbstfindung schauen, ohne uns selbst oder den anderen anzuklagen und zu kritisieren. Gönnen wir uns einfach gegenseitig die Freiheit, die wir brauchen, um zu erkennen, um uns zu entfalten und auch um die einzelnen oder ja um einige Irrungen und Verwirrungen einfach leben zu können und
nehmen das einfach mal in Kauf. Denn nur dadurch können wir erkennen. Wenn wir versuchen, uns gegenseitig dabei zu unterstützen, dann haben wir richtig viel gewonnen. Und das gilt nicht nur für Singles, sondern auch für Paare. Denn diese Herausforderung ist meiner Meinung nach kosmisch gestützt und geführt. Und somit sind wir wieder mal alle gemeinsam Suchende auf einem uns noch völlig unbekannten Weg. Ich hoffe, es konnte dich ein bisschen inspirieren, vielleicht ein kleines Licht ins Dunkel bringen und ja, du fühlst dich vielleicht so ein Stück weit motiviert, diesen Prozess nicht immer zu hinterfragen, sondern ihn einfach anzunehmen und ohne Wut und Groll, sondern mit ganz viel Liebe und Verständnis diesen Weg zu gehen. Ja, wie immer würde ich mich freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst, mir vielleicht auch einen netten Kommentar dalässt und wir einfach in Verbindung bleiben. Von Herzen. Das Allerschönste für dich. Du bist ein Geschenk für diese Welt. Vergiss das nicht. Deine Linda.